Geschichte von Fred und dem Flaschenfahrrad. Fred ist ein Pinguin und kommt von sehr weit her, nämlich vom Südpol. Dort hat er eine Flaschenpost im Eismeer gefunden. Und das ist auch der Grund für seine weite Reise. Hast du dir schon ein Verkehrshütchen ausgesucht? Wenn ja, dann klicke es an und du kannst da weiterspielen, wo du das letzte Mal aufgehört hast. Wenn nicht, dann wähle dir jetzt ein Verkehrshütchen aus. Okay, und nun viel Spaß! Wie jeden Morgen saß ich auf meinem Stammplatz am Hafen, um mir mein Frühstück zu angeln, als plötzlich etwas Sonderbares passierte. Haha, was bist du denn für ein komischer Vogel? So einen wie dich habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin Fred, der Pinguin. Und wer bist du? Ich bin Cleo. Was willst du denn hier? Ich bin auf der Suche nach dem Fahrrad. So, ein Pinguin auf Fahrradsuche. Das sind ja lauter Einzelteile. Fahrräder gibt es wohl, aber Einzelteile fahren nicht herum. Ja, aber... Nein, da wirst du hier kein Glück haben. Und überhaupt, wo soll hier schon ein Fahrrad versteckt sein? Und ob es das Fahrrad gibt. Und ich werde es finden. Idiot! Kannst du denn nicht aufpassen? Hab ich was falsch gemacht? Oh je, wie kann man nur so blauäugig sein? Schlimm genug, dass du in einer fremden Stadt einen Haufen nutzloser Fahrradteile suchst. Du weißt ja noch nicht einmal, was eine Straße ist. Finde doch erst einmal heraus, wie das alles hier funktioniert. Ich hab's gewusst. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ein Sattel ist allerdings noch lange kein Fahrrad. Wir brauchen noch 3 Kilo Möhren. Ei, ei, Captain. 3 Kilo. Schon unterwegs. Oh Mann. Hier ist ja was los. Wenn ich das zu Hause erzähle, das glaubt mir ja niemand. Möchtest du zur Kuckuckskreuzung? Ja? Nein? Ja. Du meine Güte, ist das ein Chaos? Wie soll ich hier bloß mein Fahrrad finden? Hab ich doch gleich gesagt. Fahrradteile liegen nicht einfach so auf der Straße rum. Da hat sich bestimmt jemand einen Scherz mit dir erlaubt. Cleo, guck mal da! Die fahren ja doppelt. Halt! Stopp! Platz da! Oh je, wäre ich doch bloß auf meiner Eisscholle geblieben. Ja, das kommt davon. Erst losrennen und dann auch noch jammern. Eine Ampel hat so einen Grünschnabel wie du natürlich noch nie gesehen. Puh, das war knapp.
Das ist doch bloß Pogo, die dumme Maus. Die nimmt sowieso niemand ernst. Alle meine Enten schwimmen im Spinat. Schwimmen im Spinat. Köpfchen in das Rührei, Schwänzchen in Salat. Hinterrad? Im Baum? Was für ein blödes Versteck! Hier ringen Ampeln im Verkehr. Kennst du die Regeln? Dann ist es nicht schwer. Bei roter Ampel bleib unbedingt stehen, da darfst du niemals auf die Straße gehen. Erst wenn sie grün wird, dann kannst du marschieren. Doch Vorsicht, auch jetzt kann so manches passieren. Raulis, die auf die Regeln pfeifen, dumme Raser, die sowieso nichts begreifen. Oder Abbieger, die dich nicht sehen, deshalb bleib auch bei grün noch einmal kurz stehen. Erst dreimal geguckt, links, rechts, links, und erst dann man auch sicher über die Straße gehen. Ampeln den Verkehr. Kennst du die Regel? Dann ist es nicht schwer. Bei roter Ampel bleib unbedingt stehen. Da darfst du nie auf die Straße gehen. Erst wenn sie grün wird, kannst du marschieren. Doch Vorsicht, auch jetzt kann so manches passieren. Raudis, die auf die Regeln pfeifen. Und dumme Raser, die sowieso nichts begreifen. Oder Abbieger, die dich nicht sehen. Deshalb bleib auch bei grün noch kurz stehen. Erst dreimal geguckt, links, rechts, links, und erst dann man auch sicher über die Straße kann. Den Verkehr. Vor dir ist das Straßenpflaster, vorgesehen für Mopeds, Laster, Autos, Busse und dergleichen. Selbst ein Fahrrad muss da weichen. Deshalb hat man mit Bedacht hier einen Radweg hingemacht. Und für jeden, der zu Fuß gehen, hüpfen, kriechen muss, ist der Gehweg reserviert, wo man hin und her spaziert. Möchtest du zum Waschweg gehen? Ja? Nein? Ja. Guck mal, Cleo, da! Hast du das gehört? Da ist vielleicht mein Fahrrad drin. Blödsinn! Ein Fahrrad! In so einem kleinen Karton! Halt! Bleib stehen, das ist zu gefährlich! Nun geh doch endlich, worauf wartest du denn noch? Wer von uns beiden darf zuerst rüber? Solange du wie festgefroren auf der Straße rumstehst, erkläre ich dir überhaupt nichts. Nun sag schon, Cleo, hab ich oder der Autofahrer was falsch gemacht? Dreimal darfst du raten, du Landei! Bin kein Landei, du wirst schon sehen! Geschafft, Cleo!
Sehr gut, Fred. Willst du über die Straße gehen? Bleib lieber erst am Bordstein stehen und peil die Lage rundherum. Kommt dein Auto mit Gebumm? Will es hier abbiegen und dergleichen? Blinkt es nach links oder rechts als Zeichen? Hat dich der Fahrer auch gesehen? Weiß er, du willst hier rübergehen? Drum suche immer Blickkontakt, bis dich jeder verstanden hat. Also immer schön Vorsicht und hingesehen. Links, rechts, links, was? So kann es gehen. Blödsinn! Das ist doch bloß der Lenker! Solange du nicht alle Teile gefunden hast, ist das noch lange kein Fahrrad! Bitte. Kuckuckskreuzung? Kein Problem. Hier geht's zum Memory-Spiel. Hast du Lust? Ja? Nein? Ja. Ja, langweilig. Die Karten sehen ja alle gleich aus. Von wegen langweilig. Du musst die Karten ja auch erstmal umdrehen. Die Karten auf dem roten Feld sind die Geräuschekarten. Ich will die da. Eine Autohupe, das hört man doch sofort. Sehr gut. Aber das ist noch nicht alles. Versuch auf dem blauen Feld das passende Bild zu finden. Dann nehme ich ganz einfach die Karte da. Mal sehen, was drauf ist. Ach, so ein Pech. Bloß ein olles Telefon. Mach dir nichts draus. Die ersten Karten sind immer am schwierigsten. Nun werden die Karten gemischt. Bravo! Fantastisch! Super! Einfach wunderbar! Fantastisch! Mehr davon!
Sehr gut. Juhu, gewonnen. Und was spielen wir jetzt? Was? Willst du etwa weiterspielen? Ich denke, du suchst dein Fahrrad. Oh ja, richtig. Mein Flaschenfahrrad. Das hätte ich ja glatt vergessen. Möchtest du zum Waschweg gehen? Ja? Nein? Ja. Möchtest du zum Dackeldamm? Ja? Nein? Ja. Da steht ja einer mitten auf der Straße. Das ist doch gefährlich. Ich muss ihn warnen. Halt! Stopp! Hör mir doch erst alle! Zu spät. Man darf doch nicht einfach so auf der Straße stehen. So, was hast du denn hier zu suchen? Ich suche mein Fahrrad. Und du? Ich suche gar nichts. Ich regel den Verkehr. Und nun mach mal, dass du von der Kreuzung runterkommst. Aber schön vorsichtig. Komm schon, Fred! Du hältst ja den ganzen Verkehr auf! Sowas! Da will ich jemandem helfen und dann ist das auch nicht richtig. Puh, mit dir kann man was erleben. Aber ich hab doch recht. Niemand darf einfach so auf der Straße rumstehen. Niemand! Es sei denn, er ist Polizist. Und der steht hier, weil die Ampeln kaputt sind. Und jetzt regelt er den Verkehr. Sonst würde hier alles drunter und drüber gehen. Ach so. Und das hättest du mir auch gleich sagen können. Hilfe! Ein Monster! Es will mich fressen! Monster? Hast du ein Monster gesehen? Nee, du? Ich auch nicht. Oh je, ich hab's geahnt. Schon wieder der Schnuller. Hurra! Das ist bestimmt die Klingel. Kein Zweifel. Eine Fahrradklingel. Das beweist allerdings noch gar nichts. Willst du zur Spielstraße? Ja, nein. Thank you.
Das ist ja toll! Hier kann man auf der Straße spielen. Freu dich bloß nicht so früh! In der Stadt muss man immer vorsichtig sein. 1, 2, 3, die Straße ist hier frei. Keine Regeln und Verbote, keine Ampeln, grüne, rote. Keine Kreuzung mit Verkehr. 4, 5, 6, das lieb ich sehr. Das ist ja doof. Ich dachte, das ist eine Spielstraße. Spielstraße? Ha! Glaubst du bist alleine auf der Welt? Natürlich dürfen hier Autos durchfahren. Sie müssen aber sehr langsam sein. Eine Ampel dann und wann auch mal ihr Licht verlieren kann. Die Autos fahren kreuz und quer. Wer Vorfahrt hat, weiß niemand mehr. Drum kommt ganz schnell für solche Fälle ein Polizist an Ort und Stelle und regelt fortan den Verkehr. Die Regeln hierfür sind nicht schwer. Ist er von vorn oder hinten zu sehen, heißt's Ampel rot. Du musst jetzt stehen. Für Ampel gelb hebt er den Arm. Jetzt heißt es Achtung, gleich kannst du fahren. Und ist er von der Seite zu sehen, heißt Ampel grün. Nun kannst du gehen. Erst dreimal geguckt, links, rechts, links und dann man auch sicher über die Straße kann. Willst du zur Spielstraße? Ja. Straße kannst du gehen. Hier darfst du hüpfen, tanzen, stehen. Das große Schild zeigt jedem an, dass man getrost hier spielen kann. Doch Vorsicht, auch so eine Zone hat ihre Regeln, zweifelsohne. Die Autos müssen ihr Tempo senken. Doch so mancher rast und kann nicht lenken. Also immer schön Vorsicht und hingesehen. Links, rechts, links, so kann es gehen. Hey, das ist eine Spielstraße. Das darf man nicht. Das ist doch bloß Pogo, die dumme Maus. Beachte sie einfach nicht. Erna, du hast deinen Schirm vergessen. Oje, oje. Schon alle Fahrradteile gefunden? Wenn du ein Fahrrad hast, kannst du hier einen Führerschein machen. Ich komme wieder. Wo können bloß die restlichen Fahrradteile sein? Möchtest du zum Haifischbach? Ja, nein, ja. Nein, nein. Juhu, Leo! Das Fahrrad auf der Flaschenpost! Ich glaub, mein Schwein pfeift!
greift. Der Fahrradrahmen. Möchtest du zum Haifischbach? Ja, nein, ja. Bleib unbedingt stehen. Da darfst du nie über die Ampel gehen. Hey, warte, nicht so schnell. Ich muss doch auch rüber. Halt, stopp. Du kannst doch nicht einfach alles nachmachen. Huch. Bist du farbenblind, oder was? Da haben wir den Salat. Wieso darf die rüber und ich nicht? Das ist doch nur Pogo, die dumme Maus. Bist du ein Papagei, der alles nachmacht? Im Verkehr musst du selber denken und selber gucken. Nicht auszudenken, was das für ein Chaos gibt, wenn du erst auf dem Fahrrad hier rumgondelst. Gefällt mir nicht. Juhu! Bei Grün darf ich gehen. Sehr gut, Fred. Grün ist immer richtig. Raser, Flitzer, dumme Mäuse. Tiere, die kein Schild verstehen und so einfach und gelassen über rote Ampeln gehen, solltest du auf alle Fälle ignorieren. Auf der Stelle. Denn so eine dumme Maus kennt sich im Verkehr nicht aus. Deshalb denke immer dran, erst bei Grün man gehen kann. Spielstraße? Ja, nein, nein. Möchtest du in die Schweinchengasse? Ja, nein, ja. So ein Pech. Fast hätte ich ihn gehabt. Wegen eines Balls rennt man doch nicht so einfach auf die Straße. Immer erst überlegen und dreimal gucken. Thank you.
Türen sind unberechenbar. So ein Mist, kann er nicht besser aufpassen? Welches Schwein hat den Ball auf die Straße geschossen? Wahrscheinlich purer Zufall. Überall, wo Autos parken, links und rechts am Straßenrand, ist es wirklich abzuraten, zwischen Autos hier zu warten, denn hier wirst du nicht erkannt. Niemand sieht dich in der Lücke. Der Verkehr hat seine Tücke. Deshalb such dir eine Stelle, die gut sichtbar und ganz helle, einen Ort mit Überblick. Dreimal geguckt, das ist der Trick. Erst links und rechts und links und dann man auch sicher über die Straße kann. Deswegen läuft man doch nicht einfach auf die Straße. Wenn du sicher an dein Ziel kommen willst, musst du auch mal einen Umweg in Kauf nehmen. Guck dich doch mal um. Siehst du die Verkehrsinsel da? Was hat die wohl zu bedeuten? Insel? Urlaub? Ah, ich weiß. Um eine Pause einzulegen. Genau. Hier kannst du in zwei Etappen über die Straße gehen. Und das ist viel, viel sicherer. Aber immer erst dreimal gucken. Hoppla! Der Bus da, der bringt mich ans Ziel. Doch wer einfach so losrennt, erreicht hier nicht viel. Nur wer nachdenkt und guckt, der handelt auch richtig. Hast du den Bus mal verpasst, ist das nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist doch der sichere Weg. Und für den gibt es Regeln, die jeder versteht. Hier, auf der Straße, die Insel, das erkennt man sofort, ist zum Überqueren der Fahrbahn der sicherste Ort. Also immer schön Vorsicht und hingesehen. Links, rechts, links. So kann es gehen. Hurra! Das Fähnchen aus der Flaschenpost! Fähnchen hin, Fähnchen her! Noch hast du nicht alle Teile gefunden! Warte! Thank you.
Yippie! Super! Klasse! Möchtest du zur Zebragasse? Ja, nein, ja. Willst du hier Wurzeln schlagen? Aua! Wer war das? Das hatte ich total vergessen. Bin ja mal gespannt, ob du jetzt alles richtig machst. Hey, das gilt nicht. Dass du mit der Hand ein Zeichen geben kannst, habe ich dir doch noch gar nicht erklärt. Ist doch logisch. Ja, na ja, nun gib mal nicht gleich so an, ja? Juhu! Das war gar nicht schwer. Trotzdem möchte ich jetzt wissen, was die weißen Streifen auf der Straße bedeuten. Ist der Verkehr auch noch so dicht? Den Zebrastreifen rührt das nicht. Er führt dich quer durch den Verkehr. Da brauchst du keine Ampel mehr, weil alle Autos halten müssen, sobald sie deine Absicht wissen. Doch wie sollen sie es wissen? Das Zebra ist stumm und die Autos sind dumm. Drum, immer erst gucken, links, rechts, links und dann man auch sicher über die Straße kann. Sieh nur, Cleo! Drei Fahrradteile auf einen Schlag! Tatsache! Du hast jetzt alle Teile gefunden. Allerdings kann man damit noch lange nicht fahren. Du musst das Fahrrad erstmal richtig zusammenbauen. Das ist doch nicht schwer. Glaubst du? Auch ein Fahrrad hat seine Regeln. Auf einem Lenker kann man nicht sitzen. Und mit einem Sattel kann man nicht lenken. Probier's doch mal. Jedes Fahrradteil kannst du anklicken und an die richtige Stelle schieben. Bin gespannt, ob du das schaffst. Der Rahmen hält dein ganzes... Dein Fahrrad hat zwei Räder. Hier siehst du das Vorderrad. Bravo! Der Rahmen hält dein ganzes Fahrrad zusammen. Sehr gut! Dein Fahrrad hat zwei Räder. Das ist das Hinterrad. Super! Mit dieser Fahne wird ein Radfahrer besser gesehen. Fantastisch! Wenn ein Reifen keine Luft hat, hilft hier die Luftpumpe. Bravo! Mit dem Lenker bestimmst du, wohin du fährst. Sehr gut. Auf dem Sattel kannst du sitzen. Super. Mit dieser Lampe kannst du auch im Dunkeln sehen. Fantastisch.
mit dem Dynamo bringst du deine Lampen zum Leuchten. Bravo! Diese Lampe sorgt dafür, dass dich auch andere im Dunkeln sehen. Sehr gut! Mit der Klingel machst du im Verkehr auf dich aufmerksam. Super! Hurra! Ich hab's geschafft! Jetzt kann's losgehen! Moment! Nicht so schnell! So kann man dich noch nicht auf den Verkehr loslassen! Du bist doch noch nie Fahrrad gefahren! Versuch mal, dein Fahrrad sicher ans Ziel zu bringen. Wenn du das schaffst, kriegst du auch einen Führerschein. Kann ich jetzt losfahren? Auf diesem Übungsplatz kannst du Fahrradfahren lernen. Du musst das Fahrrad an den Hindernissen vorbei durch das Ziel lenken. Bist du startklar? Okay, ich versuch's nochmal. Uff, na, das kann jedem hineinschreiben. Möchtest du dir deinen Spezialführerschein ausdrucken? Willst du noch einmal den Übungsweg fahren? Ja, nein. Ja, nein. Gratuliere! Du hast bestanden! Juhu! Mein erster Führerschein! Den Fahrradhelm schenke ich dir. Und immer dran denken, nur mit dem Helm Fahrrad fahren. Oh, danke. Das ist toll. Dann kriege ich auch keine Beulen. Na, Cleo? Da staunst du, was? Cleo? Cleo! Cleo? Wo bist du? Cleo! Ob sie sich versteckt hat? Kann sie nur sein? Na, ich werde sie schon finden. Weit kann sie ja nicht sein. Typisch Pogo, die dumme Maus. Macht immer die gleichen Fehler.
Verkehr hindurch fließen muss. Da springt man nicht einfach ins Wasser hinein, da muss man ganz schön vorsichtig sein. Und gibt's keine Ampel oder Zebras als Brücken, dann such dir eine Stelle mit weniger Tücken. Hier gibt's eine Insel im tobenden Fluss, an der alles Wasser vorbeifließen muss. Da kannst du pausieren, dich neu orientieren. Und schnellere Tank kommst du leicht bis gedrängt. Thank you.
erzählt, stimmt. Kein Problem. Nicht schlecht. Hurra, geschafft. Hier gibt's eine Baustelle. Wo bleibt das nächste Schild? Gar nicht so übel. Das Schild kenne ich doch. Rot, gelb, grün. Hier steht eine Ampel. Weiter so. Aha, hier ist ein Bahnübergang. Also immer Vorsicht und dreimal gucken, ob gerade ein Zug kommt. Das wird ja immer besser. Hurra! Alles richtig gemacht. Hier ist ein Fahrradweg. Her mit dem nächsten Schild. Prima! Das klappt ja wie geschmiert. Hurra! Geschafft! Jetzt ist das Schild richtig. Hier müssen Autofahrer ganz besonders aufpassen, weil eine Schule oder ein Kindergarten in der Nähe ist. Möchtest du zur Kuckuckskreuzung? Ja, nein, nein. Unter seinen Füßen. Wie macht er das? Auweia, wenn das Cleo gesehen hätte. Ja, die hätte mich jetzt bestimmt zur Schnecke gemacht. Aha, eindeutig ein Hering. Ziemlich frisch. Kombiniere Cleos Lieblingsspeise. Und frisch. Fast hätte ich sie gehabt. Ist da jemand? Sowas. Da hat mir schon wieder jemand einen Streich gespielt. Zeigen. Hallo! Hallo! Hallo, Fred! Du hast ja ein neues Fahrrad. Kannst du denn schon richtig fahren? Na klar! Und guck mal, ich habe auch einen richtigen Helm! Prima! Das ist genau richtig. Mein Ballon, jetzt ist er futsch! Kein Grund zum Weinen. Hier hast du einen neuen. Oh, der ist ja viel schöner. Danke.
Das war aber ein nettes Schwein. Schon wieder. Diesmal renne ich aber nicht runter. Hilfe! Gespenster! Sie wollen mich fangen! Gespenster, Monster, Hundeschreck! Wer uns sieht, der rennt schnell weg! Herein! So, ohne zu gucken auf die Straße. So eine Gemeinheit. Pappmöwe in Karton. Das kann nur bedeuten, dass ich auf Cleos Spuren bin. Wetten, dass ich viel stärker bin als du? Wetten nicht? Fast wäre ich überfahren worden. Entschuldigung, war nicht mit Absicht. Komm, wir vertragen uns wieder. Hey, du fährst auf der falschen Seite. Typisch Pogo, die dumme Maus. Die weiß noch nicht mal, dass man immer rechts fahren muss. Fahrrad. Dann hättest du auch eins. Gute Idee. Ich komme mit. Sieh nur, schon wieder Pogo. Die macht aber auch alles falsch. Kümmer dich nicht drum. Sowas übersieht man besser. Hast du auch an die Möhren gedacht? Oh je, hab ich glatt vergessen. Ei, ei, Captain, bin schon wieder unterwegs. Ah!
unsere Geschichte hier zeigt, ist voller Gefahren, weit und breit. Nur wer auch alle Regeln kennt und nicht einfach so auf die Straße rennt, der kommt am Ende auch sicher ans Ziel. Wer es nicht glaubt, spielt nochmal dieses Spiel. Möchtest du wirklich mit dem Spiel aufhören? Ja, nein.